Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute spielen wir The Fishing Club 3D wieder eine weitere Folge. Und heute, ich habe mir jetzt ein paar neue Köder gekauft. Und da kommen jetzt echt diese Brocken hier aus dem Teich, ey. Das glaubt ihr nicht. Mir ist schon die Angel zerbrochen. Ich habe es schon mal getestet. Wir haben noch 9 Stück zur Verfügung und die würde ich gerne dann mal gleich testen mit euch. Aber da ich hoffe, wir kriegen nicht so einen riesen Fisch hier. Nee, das wäre ziemlich problematisch, aber eigentlich auch gut für das Gewicht und so. So, da haben wir einen gleich. Oh, die Angel schon, ja. Oh, ein großer Fisch hat angebissen. Oh yeah. Okay, Schluss mit den Pornografien hier. So, da haben wir den dicken Oschi, bestimmt über ein Kilo. Nee, nicht ganz. Nicht ganz, aber fast, ne? So. Weiter im Geschäft, wir holen mal nach rechts aus hier. Boah, das sieht gut aus. 42,2 Meter. Und hier ist nichts am Fisch. Doch hier vorne. Diese großen hier beißen da auch an. Oder beißen nur bei diesen Futter an. Ich weiß nicht. Ja, da kommt so ein Brocken. Ja, komm her. Ah, ist auch nur ein großer Fisch, kein riesiger Fisch. Ich hatte davor einen riesigen Fisch, Alter, der hat mir die Angel zerbrochen. Den habe ich aber auch nie wieder gesehen, ne? Die Sau da, die draußen noch schwimmt irgendwo, aber ich finde dich noch. Wir finden dich noch. Oder so ein blauen da, den hätte ich auch mal gerne. Müssen wir aber bestimmt einen anderen Köder hier einpacken. Zack, da haben wir dich. An Kilo 3. Ja, danke. So, jetzt werden wir noch ganz weit nach links ausholen. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich meine, die großen Fische, die sind schon ganz nice eigentlich. Wir bringen uns in der Kilozahl auch ein wenig, also stückweise mehr als die ganzen kleinen Fischis da. Und ja, es gibt bestimmt auch mehr Cash. Gucken wir gleich mal nach zusammen, Alter. Und ja, genießen auch hier die Show ein bisschen, ne? Was kommt denn da? So ein Molch dran oder was? Ja, eigentlich sollten hier so riesen Fische sein. Sind die, wurden die vergiftet oder was? Oh, da ist ein großer. Da ist so ein Karpfen oder sowas, ne? Boah, hier ist gar nichts. Wir müssen die Leine ein bisschen einholen wieder. Weiter. Machen wir bei 30 Schluss. So, ein bisschen noch hier, noch ein bisschen hier, so, zack, 30, ja, da kommt so ein riesen Mops hier, oh yeah, das ist ein riesiger Fisch, komm, beiß an, und, oh, das wird problematisch, oh, die Leine ist bei 60% jetzt auf einmal. Das ist ein riesiger Fisch, Alter. Den müssen wir auf jeden Fall haben hier. Das ist ein heftiger Brocken. Oh, da haben wir dich doch noch gekriegt. Aber die Angel ist schon sehr beschädigt wegen dir, Alter. Ich hoffe, du bringst uns eine Menge Kohle ein, ey. Boah, 2,1 Kilo. So ein Fisch, den habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ey. Oh yeah.
Oh, Level 13 erreicht. Level 13 schon, ey. Und schon was ist Level 14, ey. Was ist denn los, Alter? Ja, das juckt uns weniger. So, wir haben noch 6 Mal können wir das Ganze machen. Sehen, oder? Hier mal Mitte ein bisschen. Ja, so hier. Zack. 36 Meter hier. Da sind die dicken Brocken. Oh, da kommt auch noch so ein dicker Brocken. Oh ja. Komm hier ran hier. Beiß mal an hier. Zack. Ziehen wir dich raus. Oh ja, der ist heftig. Oh, ein riesiger Fisch hat an. Unsere Angel angebissen. Am Haken, natürlich. Oh komm. Die kriegen wir noch und dann werden wir die Angel reparieren müssen. Der ist so heftig. Der ist so dick und fett. Oh, bitte. Oh, 8% nur noch. Warte. Noch 16 Meter, komm schon. Was? Die Angel ist zerrissen. Oh Mann. Ne, wir wollen keine goldenen Fische ausgeben. Nein, danke. Dann ist der Fisch verloren. Der Fisch ist verloren. Der ist entkommen, Alter. Boah, so ein fettes Viech dran. Aber das ist natürlich typisch schwer. Da brauchen wir auf jeden Fall eine mächtige Leine hier. Aber der müsste ja noch hier irgendwo schwimmen. Der hat uns die Leine richtig zerrissen. Das ist ein Brocken gewesen, und sag euch. So, was haben wir jetzt? Was? So einen kleinen Truthahn hier? Nehmen wir den auch mit. Ach, da ist noch eine Hälfte Gewicht. 600 Gramm, 600-700 Gramm. Mehr nicht. Ein Kilo kommt da nicht ran, das ist ne. So, komm her hier. War ich recht mit 600 Gramm? Ach, guck mal, also fast 800 Gramm. Passt schon. So, dann wollen wir noch mal nach links, sonst werden wir nicht so weit. Mal sehen, ob wir da Glück haben hier. Hälfte. Aber 27 Meter. Ach schon. Da ist wieder kein Fisch irgendwie. Wir warten ein bisschen ab. Oh, da hat einer angebissen. Auch so eine kleine Forelle. Durchschnittsfisch, würde ich mal so sagen. Den kriegen wir. Den kriegen wir easy. Komm ran hier, mein Freund. Ehrlich nicht. Du kommst in die Kühlbox. Dann stopfe ich dich aus. Oh. 1,1 Kilo. Nice. Vielen Dank dafür. So, wir haben insgesamt schon 91 Kilo. So, wir haben noch 3 Würfe frei. Wir gehen mal nach rechts. Nach rechts war ein bisschen bessere Qualität, ey. Oh, guck, da hat schon wieder einer angebissen hier. Ey, wir brauchen unbedingt eine richtig krasse Angel hier. Und dann läuft das eigentlich. Dann sind wir der Fischermeister. Zack, da haben wir den. Eine Esche. So, nochmal nach rechts auswerfen hier.
So, da hat schon wieder einer angebissen. Also das geht ratzfatz heute. Na, wer ist zuerst dran? Was, der Kleine nur? Ich glaube, ich spiele. Oh ne, hat nicht mal gebissen. Oh, komm. Entschuldigung. Bin noch ein bisschen erkältet halt. So, jetzt beißt doch mal da einer rein. Ich glaube, ich spinne. Dabei. Einer muss doch reinbeißen. Hört doch auf zu streiten, Alter. Ja, komm, der Dicke hier. Komm, mach dein Geschäft hier. Ey, was ist denn hier los gerade? Ist es ein Bug oder so? Es kann auch ein Bug sein, irgendwie. Oh, so viele geile Fische, Alter. Hast du noch nie gesehen hier? Nö. Richtig fette Brocken, Alter. Was ist denn da los hier? Ich will dich, Alter, du fette Sau, Alter. Dich hätte ich mal gerne, Alter, gefangen, ausgestopft und mir vom PC gehängt. Ey. So, jetzt komm mal hier ran hier. Jetzt ist gar keiner mehr da. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr streiten. Jetzt kommt mal einer hier wieder her hier. Ey, das ist ein Bug bestimmt, Alter. Das hat noch nie so lange gedauert. Also werfen wir nochmal hier die Rute aus. Zack, ins Loch eingewickelt hier. Ja, ich würde sagen, das war eben so ein richtiger Bug. Jeder wollte dran beißen, aber das Spiel hat gesagt, nee, das darfst du nicht. Oh, ein Riesenfisch, Alter. Ein riesiger Fisch. Oh mein Gott. Oh komm, das schaffen wir. Die Angel müsste so stabil wieder aufgebaut sein, ein bisschen geklebt mit Heißkleber und so. Das sollte eigentlich funktionieren hier. Oh ja, dich haben wir, mein Freund. Du kommst mir nicht mehr davon. Oh ja. Oh, du gehörst mir, da bestimmt 2 Kilo Fisch, ne? Ja, 2,4. Ha, wie gut ich im Raten bin. Im Schätzen, meine ich, ne? Natürlich. So, ein Angelwurf haben wir noch. Und dann ist Schluss mit lustig. So, schön ausgeworfen. 50 Meter hier. Ne, 47 Meter. Guck mal, eins. Oh, da hat schon einer angebissen. Und raus mit dir. Komm her. Aber, okay, der ist nicht so groß, aber naja, immerhin zum Abschluss noch mal ein klein hier. Auf ganz entspannt hier, ne? So, komm her hier. Kartoffel. Kartoffelfisch. Gibt's sowas eigentlich? Und weiß es nicht. Man sollte es nachgucken im Internet. Aber ist mir zu teuer. So. Perfekt. So, jetzt können wir hier bestimmt. Ja, wir haben hier ein neues Gebiet, Level 12er Gebiet freigeschaltet. Und das ist Level 14er Gebiet. Und dann haben wir das Gebiet komplett. Also die ganzen Seen komplett. Oder ist es hier ein See, ne? Ein See. Wo verschiedene Fische. Also hier haben wir das. Genau noch Level 14. Das haben wir jetzt auch bald im Sack. Dann, es wird alles gut, meine Freunde. So, wir werden den ganzen Fisch mal verkaufen. Oha, 6000, ey. Das ist ja mal eine richtig geile Sache. Aber ich meine, das hat ja auch Kilos gezogen hier. Sagen wir mal, alles verkaufen. Oh, 25.000 mit Fischen, ey. Das wäre ein Traum, Alter. Dann würde ich das nur noch machen und wird dann ein YouTube-Job hier mal in die Tonne treten, ey. Ne?
Ein Spaß natürlich. Bisschen Spaß muss sein. So, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Mittag, guten Morgen, keine Ahnung. Ciao.